Jawohl, Freunde, willkommen zurück zum neuen Video. Heute ist wieder der James dabei. Ich bin auch wieder dabei. Servus. Und er hat sein C63 in matt schwarz wieder mitgebracht. Das ist das Facelift-Modell, also mit OPF. Ansonsten alles gleich 4 Liter V8 Biturbo, 476 PS, 650 Newtonmeter. Allerdings, was beim Facelift anders ist, wir haben ein 9-Gang-Getriebe statt dem 7-Gang beim Vor-Facelift und, wie schon gesagt, ein OPF. Und bei mir ist natürlich kein OPF drin. Und was wir in diesem Video machen wollen, ein Soundvideo gibt es ja schon, könnt ihr euch mal anschauen, verlinke ich mal hier oben. Haben wir beide Soundvergleiche gemacht. Und jetzt, heute wollen wir 100-200er Zeiten messen. Also schauen, ist denn das neue Getriebe schneller? Beziehungsweise, was macht der OPF? Nimmt er ein bisschen Leistung weg? Wie steht das Ding im Futter? Und wollen einfach schauen, ist der neue schneller 100-200, gleich schnell oder auch langsamer? Und das testen wir in dem Video, Zeitenmessbox. Ist aktiv und wir schwingen uns direkt ins Auto, verlieren nicht so viel Zeit und starten jetzt. So, wir sind jetzt im C63 mit OPF, alles auf Sport Plus, außer die Dämpfer. Ja, P-Gear ist ready. Ich würde sagen, kick einfach voll durch. So, ich habe jetzt die korrigierten Zeiten für euch. Die erste Messung war korrigiert eine 9,76 und die zweite Messung war besser mit einer 9,48. Sieht man das? 9,48 korrigiert. Ja, ist so ziemlich das gleiche, was ich hatte. Ich hatte eine 9,33 und 9,45. Gut, das kann jetzt an der Witterung liegen, das kann an Wind liegen, alles. Also ich denke, das ist einigermaßen gleich schnell, aber jetzt machen wir einfach on top obendrauf für euch noch eine 0-100. Wir haben heute relativ, wie viel Grad haben wir? Ich glaube relativ warm. 15. 15 Grad. Ja, es also sollte relativ gut werden. Wir schauen mal, wir sind natürlich wieder zu zweit, machen einfach mal eine kleine Launch-Control und schauen mal, wie schnell der C63 beschleunigt. Ich glaube, mein Bestes, was ich mal messen konnte, war eine 4-2 auf 100. Jetzt gucken wir einfach mal, was deiner abliefert in der Launch-Control. So, wir haben uns jetzt mal auf die Waage gestellt hier mit dem C63 und wollten mal schauen, was er wiegt. Er wiegt 1840 Kilogramm. Der ist exakt so schwer wie meiner. Meinen habe ich auch gewogen, auch 1840 Kilo. Und im Fahrzeugschein steht beim Coupé, glaube ich, 1780 Kilo. Also ja, 60 Kilo mehr und Tank ist halb voll bei dir gewesen, glaube ich, so in dem Dreh, ne? Ja. Gut, genau. Jetzt geht's weiter mit 0-100 Messung. P-Gear ist ready, du auch. Sport Handling Mode ist drin für einen perfekten Race Start. Ja. Kann's halt abgehen. Noch nicht? Jetzt kann's abgehen. Noch nicht? Noch nicht. Jetzt kann's abgehen. Ja, nicht. Roll mal ein Stück vor, roll mal ein Stück vor. System checked okay. Proceed to test. Und los. Der will nicht. Bei mir macht er das nicht so. Was ist denn das? Ich weiß es nicht, aber du siehst das. Denn stopp aus. Nicht. Mach, probier nochmal. Und los. Und los. Ja, das tue ich für die Kamera, Alter. Proceed to test. Und los. Und 0-100 Start. Und los geht's. 50. Das Ganze komplett vergessen. Das war eine 5-1-1 mit 1,30 Meter bergab. Also berg. Also dann. Labe nicht. Ja, dann noch korrigiert, also noch schlechter. Und los. Oh, keine Traktion. 4,74
4 mit 1,40 Meter bergab. Gut, also wir haben das jetzt schon ein paar Mal probiert. Der C63 macht immer, also deiner als Facelift, immer Mucken aus dem Restart raus. Zu viel Technik drin. Das ist wirklich Katastrophe. Wir haben gerade 10 Mal Restart gemacht, davon ging es gerade 2 Mal. Bei mir, ich kann 30 Mal hintereinander Restart machen beim Vor-Mopf. Da ist Polizei. Oh, Polizei, halt mal an. Dreh mal. Ja, nee. Schönen guten Tag. Mein Name ist Jochen von der Polizei. So, nachdem wir jetzt gerade ein bisschen Struggle hatten. Ganz bisschen. Und zusehen mussten, wie wir da wegkommen, weiß ich jetzt gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Auf jeden Fall haben wir die beiden Boliden da hier hinter uns jetzt aufgereiht und haben gemerkt, beide zusammen haben gerade mal so viel Zylinder wie ein Bugatti Chiron. Stimmt. Ja, wir haben jetzt die 0-100-Zeit korrigiert von James. Das ist eine 4,91 korrigiert und gefahren ist er eine 4,74. Schwache Leistung, aber wir kriegen das Traction Control nicht unter Kontrolle. Er hat ja den Facelift, das heißt, er kann noch wie im AMG GTR die ganzen Parameter verstellen. Genau, die ganzen Traktionsstufen einzeln regeln. Und da musst du wahrscheinlich dich erstmal ein bisschen dran probieren, bis du die perfekte Traktionsstufe findest, dass du gut wegkommst. Bei mir gibt es ja einfach nur Sport Handling Mode oder ganz aus. Ja, und deswegen hatten wir schon ein bisschen Struggle. Und Restart startet auch ganz sporadisch. Katastrophe, ja. Der macht man Restart dann doch nicht. Bei dir ist es ja beide Pedals ziehen, ne? Das ist ja auch geändert. Beide Pedals ziehen und dann voll aufs Gas. Mhm. Bei mir, wenn er will. Und bei mir ist ja beide Pedals ziehen, mit rechten Pedal bestätigen und dann aufs Gas. Ja. Gut, also 4,91 auf 100 ist ein bisschen langsamer, obwohl du eigentlich die guten Michelin Pilot Sport 4S drauf hast. Die werden ja immer so gelobt. Ich habe ja nur die Dunlop drauf. Habe ich aber jetzt auch keine schlechten Erfahrungen mit. Willi-Treff ist heute beendet. Das nur noch mal am Rande. Das war heute. War richtig geil. Folgt da gerne mal auf Instagram. Da gibt es ein paar Bilder von. Ansonsten hätte ich fast heute meine Felge verloren. Und ja, die 100-200er Zeiten haben wir, glaube ich, schon. Ja, die 100-200er Zeiten waren eine 9,48 und eine 9,76, falls wir das noch nicht gesagt haben. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles erwähnt. Wie gesagt, wir waren gerade komplett raus nach der Nummer da oben auf der Rennstrecke gerade. Und ja, lasst wie immer gerne ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten checkt unser Instagram ab. Link ist in der Videobeschreibung. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Red X on my skin, nigga, this war pain. I ain't slept in like 4 days. I've been up, scheming, grinding, fuck, sleeping, fighting love, bringing more flame. Tighten up, we got Lord's flame, got the mightiest touch when I'm